kräutrig. Mhm, kräutrig. Erinnert mich an den Glendalo, den wir hatten aus dem Mesonarabock. Ehrlich gesagt, ja. Moin Whisky-Fans, willkommen bei den Malt Mariners. Natürlich mit Leon. Und mit Paddy. Mhm. Paddy. Paddy. Oh, Paddy passt. Paddy passt? Ja, Irish Whisky. Heute haben wir Irish Whisky. Und zwar heißt der Whisky 3. Nein, Spaß. In einer formschönen Flasche ohne Label. Richtig, genau. Perfektes Marketing. Perfektes Marketing. Haben wir eine Geheimdram mitgebracht. Mhm. Aus der grünen, von der grünen Insel. Mhm. Irland. Brennerei nennt sich Dingel. Dingel. Also alle gute Dingel sind 3. Ich sehe schon ein böses Video auf mich zukommen mit sehr vielen schlechten Worten. Sehr viele schlechte Worte. Dingel ist eine sehr, sehr spannende Brennerei. Ich habe die besucht. Ich blende euch ein paar Fotos ein. Dingel ist eine der, sie nennen sich mit eine der ältesten neuen Irish Whisky Brennereien, was auch Sinn macht, weil Irish Whisky war ja lange Zeit dominiert von den großen 3, sag ich mal. Es gab Bushmills, Middleton und Cooley eine Zeit lang. Genau. Und lange Zeit gab es eben keine unabhängigen kleineren Brennereien. Und Dingel gehört jetzt quasi, ist unabhängig, wurde von 3 Personen gegründet, hat ein Crowdsurfing-Ding gemacht. So ein Couchsurfing-Programm. Couchsurfing-Programm. Also die haben auch gegenseitig in ihren Brennereien geschlafen. Nein. Also es ist ein Crowdfunding-Programm, die Founding Fathers nennen sie das. Ja. Und wie viele Brennereien das mittlerweile machen, konnte man sich einkaufen. Ich glaube, Fässer konnte man kaufen oder so. Und ja, wir gucken uns jetzt mal Batch 3 an. Dingel hat es quasi so gemacht, nachdem sie eben noch nicht viel alten Whisky haben, haben sie wirklich gesagt, wir machen jetzt erstmal der Reihe nach eine Small-Batch-Abfüllung, also Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 mit verschiedener Fasskombination. Nummer 3 ist jetzt einmal Bourbon- und Portfass in Kombination. Kombination. Alter kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ich meine 4 oder 5. 4 oder 5. Lass mich lügen. Schreiben wir euch rein, seht ihr ja später unten im eingeblendet. Ich finde das so gut, dass wir so professionell vorbereitet sind. Ach, schreiben wir euch unten rein. Also, wir haben hier so einen Whisky und den trinken wir jetzt. Was das ist, so, schreiben wir euch unten rein. Voll gut. Nee, okay. Ja, wir schnuppern mal, weil wie gesagt, ich finde es interessant. Dreifach destilliert, ne? Genau. Aufguck von den Pot Stills, also alles wie das gewohnt ist. Aus Irland eigentlich ein klassischer Irish Whisky. Klassischer Pot Still Whisky auch, also mit ungemälzter Gerste drin? Das ist ein Single Malt. Das ist ein Single Malt, okay. Gut zu wissen. Wenn ich jetzt Unrecht habe, wäre das sehr peinlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein 100% mit gemälzter Gerste produzierter Whisky ist und dementsprechend darf er sich in Irland Single Malt nennen. Und überall das auch. Ich gar nichts. Echt nicht? Riechst du was? Ja, ich riech was. Also ein bisschen Puderzucker, süß, hell, fruchtig. Muffig. Also total. Der hat irgendwie 46,5 mal. 46,5, ne? Genau. Er ist ein bisschen muffig, das stimmt. Aschig finde ich den ein bisschen. Nicht wie ein Aschig gefiltert, aber wir wissen nicht, ob er gefärbt ist. Ja, genau, wobei ich dem das. Ich glaube nicht, dass die färben, ehrlich gesagt. Aber der ist auch irgendwie instant trüb geworden an der Luft? Nee, weiß ich nicht. Bisschen, ne? Irish Mist. Das kann ich beiß mal ab. Ja, ich glaube, wir müssen. Ich habe das mittlerweile von dir übernommen. Du hast das mal gesagt, irgendwie 5-mal im Video hintereinander und mittlerweile habe ich das so drin. Wir müssen uns noch mal was anderes überlegen, aber ich finde es eigentlich ganz süß. Ja, ich meine, rein damit. Kräftig. Für einen Irish Whisky. Würzig. Aber birnig, süß. Ich schüttel es ein bisschen. Das Finish finde ich. Nee. Also, ist okay. Ich finde den Holz saftig, Pinie, kräutrig. Mhm, kräutrig. Erinnert mich an den Glendalo, den wir hatten aus dem Mesonarabock. Ehrlich gesagt, ja. Also, mich haut er jetzt auch nicht aus den Socken, muss ich sagen. Ich finde ihn okay. Das Problem bei Dingel muss man dazu sagen: Dingel hat ein katastrophales Preis-Leistungs-Verhältnis, weil die Flaschen natürlich im Batch abgefüllt werden und mittlerweile auch schon Sammlerstücke geworden sind teilweise. Ich glaube, der liegt bei 70 Euro, die Buddel. Das ist natürlich schon hart. Ja, also, ich weiß auch gar nicht genau, ob ich überhaupt für euch das Pommesgewürz. Pommesgewürz, ja. So ein bisschen Paprikapulver. Weißt du, was ich meinst? Ja. Jetzt kommen die Special Tasting Notes. Es kann sein, dass ich euch das Bild nicht einblenden kann von der Flasche, weil ich da gucken muss, ob ich die irgendwo herkriege. Aber ich blende euch auf jeden Fall Logos ein, damit ihr seht, wie die Brennerei aussieht und so.
Unglaublich scharf. Ich finde ihn nicht, ja, ich finde ihn auch nicht so mega geil. Ich würde ganz gerne ein bisschen Wasser reinmachen, habe aber Angst davor. Komm, ich mach das, ich bin mutig. Ich mache nur 2 oder 3 Tropfen rein. Also wobei, vom Mundgefühl her würde ich sagen, der hat definitiv Potenzial. Die sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, wenn die Fassauswahl passt und wenn die paar Jahre auf dem Buckel bekommen, wird das ein hervorragender Irish Single Malt werden. Definitiv. Ne? Aber, weißt du, wenn ich den jetzt vergleiche mit Teeling zum Beispiel, die ja schon Single Malt haben, oder mit anderen Single Malts, die ich aus Irland schon mal probiert habe, hat der natürlich einfach noch wirklich viel Jugend und dem fehlt viel Fass. Und ich weiß nicht, ich glaube, er hat in der kurzen Zeit eher das Schlechte noch vom Fass ein bisschen abgekriegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, Teeling, ich habe den Single Pot Still Whisky, den ersten Whisky, den sie selber gemacht haben, habe ich mittlerweile probiert, der war richtig schlecht. Warte mal ganz kurz, ich glaube, ich habe den sogar noch. Okay. Er hat sie nicht gefunden. Ja, der Westflügel ist auch weit weg und das Lager ist noch nicht gut aufgeräumt. Wa? Ich muss aber trotzdem einfach sagen, also den fand ich nicht gut. Das war der erste Whisky, der von Teeling produziert wurde. Alle anderen Teelings sind ja quasi von Cooley gesourced, sage ich mal. Und bei Dingle ist halt, das muss man dazu sagen, viele Irish Whiskys, viele junge, neue irische Brennereien sourcen ihren Whisky von anderen Brennereien, schreiben das aber theoretisch nicht auf die Flaschen. Vorne steht der Name der Brennerei drauf, John McKilty beispielsweise, Teeling ja auch. Und Dingle macht das nicht. Alle Whiskys, die von Dingle abgefüllt werden, sind auch in der Brennerei produziert. Und das muss man ihnen schon zugute halten. Das sind Dingles eigene Dinger. Steck mal die Nase tief rein und zieh mal lang. Dann erinnert der mich an einen kalten Aschenbecher. Ich habe jetzt gerade die Vanille im Mund. Also für mich ist es sehr dominant, vanillig, gebäckartig, relativ klassisch irisch, aber sehr scharf. Die Postels, die blende ich euch ein. Die Postels haben eine sehr spannende Form. Die sind nämlich relativ klein und gedrungen. Für Irland relativ ungewöhnlich, wie ich finde. Vielleicht kommt daher dieser würzige Charakter. Mit Wasser geht's. Dann wird nur ein bisschen leiser. Gar nichts. Also aus dem Glas rieche ich echt nichts. Also Entschuldigung. Nee. Also für mich ist es irgendwie okay, aber nichts Tolles. So. Ja, weil man kann hoffen, dass die Zukunft was bringt. Ja. Und der Masterblender-Wechsel, also die haben jetzt sich gerade den Master-Distiller von Glenmorangie eingekauft. Mhm. Der zieht jetzt gerade um. Ich glaube, der ist noch nicht angekommen. Der war 13 oder 15 Jahre, also der war lange, lange Zeit bei Glenmorangie in der Speyside in Schottland. Und den haben sie sich jetzt geholt und der zieht gerade jetzt zum raus am Arsch der Heide zu Dingle. Und bin mal gespannt, was der anstellt mit der Brennerei. Schauen wir mal. Es ist echt lustig, auch wenn er mir nicht schmeckt, aber ich kann nicht aufhören, den zu trinken. Ja. Weil ich jedes Mal dieses Pommes-Gewürz habe, denke ich halt so, Pommes. Aber dann denke ich mir so, oh, und dann kommt dieser scharfe, wirklich alkohollastig, fast wie Wodka wirkender Brand hinterher. Ja, das stimmt. Er hat zu wenig Fass noch gesehen, glaube ich. Ich finde ihn tatsächlich schon interessant. Mhm. Kaufen würde ich ihn mir definitiv nicht. So. Wie gesagt, Dingle ist für mich ist wieder so eine klassische Brennerei, die finde ich spannend. Aufgrund ihrer ganzen Rahmendaten, ne, unabhängig, kleine Brennerei. Die Brennerei sieht aus wie eine Garage. Also es ist wirklich so eine Art Shed Distillery. Geil, Pommes. Und der wird immer salziger. Die Führung, achso, wir haben die besucht übrigens, kürzlich, ich und Mira. Und Mira und ich. Und die Führung war echt, also der Tourguide hat es echt rausgehauen. Das war einer der lustigsten und besten Entertainer, die ich jemals gesehen habe auf einer Distillery-Tour. Mhm. Die Brennerei an sich hätte sonst Potenzial gehabt, richtig schlecht zu werden. Okay. Die Kommunikation im Vorfeld war wirklich nicht gut. Also wir hatten angerufen, haben das irgendwie gedeichselt, dass wir früher kommen können, waren da alle so, nein, Tour ist voll. Dachte ich mir so, okay, wir haben eine Stunde vorher angerufen. Was ist da los? Also, ja. Das war so ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, der Typ war eine absolute Granate. Der hat es echt rausgehauen und die Brennerei ist optisch gesehen nicht sonderlich attraktiv. Also wenn ihr Schotten seid, wenn ihr in schottischen Brennereien unterwegs seid, erwartet nicht so viel, wenn ihr da hinfahrt. Aber ich finde es interessant, was sie machen. Das könnte auch ein Gin sein. Mit Fasseinfluss. Weil er so kräutrig ist, finde ich. Der hat so, als wenn der Botanicals hat. Jetzt, wo du es sagst, ja, ein bisschen. Es könnte ein Gin sein mit Fasseinfluss. So extrem finde ich es jetzt nicht. Nicht so super extrem, aber es könnte ein Gin sein mit Fasseinfluss. Ich finde ihn unglaublich kräutrig und würzig. Er hat auf jeden Fall einen sehr kräutrigen Grundcharakter. Ich glaube, das kann man definitiv sagen. Ich vermute auch, dass es der Brennereicharakter ist. Mhm. Ich denke nicht, dass es aus dem Fass kommt. Ich glaube, dass also das Portweinfass rieche und schmecke ich hier kaum. Mhm. Ich habe hier sehr viel vom Bourbonfass, also diese klassischen Birnen, Gebäck und Vanillenoten. Und ich glaube auch, wie du sagst, dass die Schärfe und die Kräuter kommen, glaube ich, aus dem Brand. Mhm. Denke ich auch. Und
Wir wissen es. Man darf hoffen. Scharfe und kräuterige Brände brauchen eben Zeit im Fass. Mhm. Die brauchen Fassreife und das hat die Brennerei halt noch nicht. Richtig. Mhm. Aber wie gesagt, also von der Öligkeit her wird es auf jeden Fall was werden, definitiv. Mhm. Ich denke, mit der Zeit wird man da einen hervorragenden Whisky rausbekommen. Hundertprozentig. Da bin ich auf jeden Fall überzeugt. Weil ich, wie gesagt, weißt du, er gefällt mir als Whisky nicht, aber ich kann nicht aufhören, ihn zu trinken. Weißt du? Deswegen hat er, glaube ich, Potenzial. Mhm. Ja, ich denke auch. Da machen wir jetzt einen Strich drunter. Ja, ne? Potenzial. Potenzial ist das Zauberwort für dieses Tasting. Genau. Und wir trinken heute viele Whisky, die Potenzial haben. Ja. Das ist auch wieder so. Der ist ganz nett. Nett. Hashtag Potenzial. Ja, okay, gut. Dann bis später. Klickt die Bimmel, ne? Haut genau. Rein. Und abonniert uns, folgt uns überall, wo wir sind. Überall. Überall. Auch bei euch in der Nähe. Creepy. Bis später. Bis später. Kleines Tänzchen hier, hä? Dingel, 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 dingel. Dingel, 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 ding. Ich hab mal gedacht an Dingelingeling, Dingelingeling, hier kommt der Whisky-Mann. Aber dingel, dingel, dingel. Beinhart wie ein Rogge. Rogge, genau. Beinhart wie ein Schocker. Genau, beinhart wie ein Flash-Whisky. Beinhart geht es ab hier.